Seid gegrüßt, Barbaren und Nicht-Barbaren. Zur Information, ein Barbar ist für uns Griechen jeder, der nicht zu unserem Volk gehört. Willkommen in Syrakus, meiner Heimat, der schönsten Stadt Siziliens. Ich bin Archimedes, der Sohn des Phidias. Mein Vater ist mit Hieron, dem obersten Feldherrn und Befehlshaber der Flotte, befreundet. Böse Zungen behaupten, meine Mutter sei früher mal Sklavin gewesen. Aber wehe, jemand traut sich das laut zu sagen. Sie ist eine wunderbare Mutter. Syrakus wurde auf einer kleinen Insel namens Ortygia gegründet, die durch eine Landenge mit dem Festland verbunden ist. Innerhalb der Stadtmauern stehen der Tempel der Athene und des Göttervaters Zeus, der Königspalast und auch das Haus meiner Familie. Ich bin 10 Jahre alt. Syrakus befindet sich im Kriegszustand. Alle befürchten, dass der Feind uns vom Meer aus angreifen wird. Trotzdem laufe ich an den Strand, wann immer es möglich ist. Dort sammle ich Muscheln, Krebse und Seeigel. Eines Abends bei Sonnenuntergang kommt eine Delfinfamilie bis ans Ufer geschwommen. Bestimmt will sie mir Hallo sagen. Mein Volk mag Delfine und es heißt, sie würden Glück bringen. Sie sind sogar auf unseren Münzen abgebildet. Meine Freunde und ich wagen uns manchmal bis hinter die Felder zu den Höhlen in den Bergen und schauen den Sklaven zu, die dort Steine klopfen. Oder wir spielen in der großen Höhle, in die der grausame König Dionysos seine Gefangenen einsperren ließ. Wir machen auch Jagd auf Kaninchen oder pflücken Feigen und andere wild wachsende Früchte. Wenn wir etwas nach Hause bringen, freuen sich die Mägde und geben uns zur Belohnung eine Handvoll Honigplätzchen. Heute ist es windstill und das Meer ist ruhig. Deshalb findet der Unterricht am Strand statt. Wir haben kein Papier und keine Stifte und natürlich auch keine Hefte oder Bücher. Eigentlich haben wir nicht einmal eine richtige Schule. Privatlehrer unterrichten uns in kleinen Gruppen, im Hof eines Schülers oder eben hier am Strand. Das ist ideal, weil man die Buchstaben unseres Alphabets wie auf eine Tafel in den Sand schreiben kann. Griechisch, meine Muttersprache, kann ich schon gut schreiben. Und rechnen kann ich auch schon. Allerdings haben wir noch keine Zahlen wie ihr später. Wir benutzen zum Rechnen die ersten Buchstaben unseres Alphabets. Bücher, eigentlich Papyrusrollen, sind den Erwachsenen und den Lehrern vorbehalten. Sie sind sehr wertvoll. Auch hier in Syrakus, obwohl bei uns viele Papyrusstauden wachsen, genau wie im fernen Ägypten. Nur wenn wir zu Hause das Schreiben üben, benutzen wir kleine Holztafeln. Sie sind mit einer Wachsschicht überzogen, in die wir mit spitzen Stäbchen Buchstaben einritzen. Wenn wir abends am Feuer sitzen, findet sich immer jemand, der eine Geschichte über die Götter erzählt. Darin geht es um die zahlreichen Liebschaften von Zeus, die Rache seiner eifersüchtigen Gemahlin Hera oder die Liebesgeschichten der Aphrodite. Oder wir zitieren im Chor Ausschnitte aus den Epen Homers, die fast alle auswendig kennen. Klar, die Ära des Fernsehens ist noch fern. Aber glaubt mir, manche Legenden über unsere Götter sind spannender als die Seifenopern eurer Zeit. Ach übrigens, bei uns in Syrakus gehen auch wir Kinder schon, wie alle anderen freien Bürger der Stadt, ins Theater. Vor allem im Frühling und im Sommer. Auf der Bühne treten nur Männer auf, und wenn sie eine weibliche Rolle spielen, tragen sie eben Frauenmasken. Die sind aber ebenso hässlich wie die männlichen Masken. Es werden Komödien und Tragödien aufgeführt und es wird viel gelacht und geweint. Inzwischen bin ich schon groß. Ich habe nachts im Dunkeln keine Angst mehr. Ich glaube nicht mehr an die Harpien, geflügelte weibliche Ungeheuer mit Vogelkrallen, die nachts kleine Kinder rauben sollen. Heute Nacht ist Papa mit mir auf die höchstgelegene Terrasse der Stadt gegangen und hat mir gezeigt, wie sich die Sterne bewegen. Er sagte, sie seien wie mit Nägeln an durchsichtigen Himmelskreisen befestigt, die sich um die Erde bewegen. Auch die Sonne ist so ein Stern, der sich allerdings an dem uns am nächsten gelegenen Himmelskreis bewegt. Mama hingegen meint, die Sonne würde auf einem Karren
von den goldenen Pferden des Gottes Helios am Himmel entlang gezogen. Sie hält nicht viel von manchen Ideen der modernen Philosophen. Papa sagt, wenn man den Himmel viele Nächte lang mit großer Geduld beobachtet, würde man entdecken, dass sich manche Sterne etwas merkwürdig bewegen. Einige sogar sehr merkwürdig. Es sieht so aus, als würden sie sich nicht wie die Sonne, der Mond und der Himmelskreis mit den Fixsternen um die Erde drehen. Denn manchmal bewegen sie sich rückwärts. Das sind die Planeten. Sie werden noch zu eurer Zeit nach den römischen Göttern benannt sein. Merkur, Venus, Mars, Jupiter. Der Himmel steckt voller Geheimnisse und ich merke, dass ich viel zu wenig über die Welt weiß. Ist die Erde zum Beispiel eine Kugel, wie unser großer Philosoph Aristoteles behauptet, oder ist sie flach wie das Fladenbrot von unserem Bäcker? Papa sagt, Aristoteles habe recht, weil die Erde bei einer Mondfinsternis einen gekrümmten Schatten auf den Mond wirft. Und steht die Erde fest im Mittelpunkt des Universums? Oder bewegt sie sich, wie viele, darunter auch mein Vater, glauben? Wenn ich groß bin, werde ich hoffentlich auch so viel Zeit haben wie er, um die Sterne zu studieren. Hieron, der gute Freund meines Vaters und Militärkommandeur von Syrakus, hat in einer großen Schlacht die Mamertiner besiegt. Die Mamertiner sind italienische Söldner, die überaus lästig sind, denn sie plündern alles, was ihnen in die Finger kommt. In einem Triumphzug und mit vielen in Ketten gelegten Gefangenen ist Hieron in die Stadt zurückgekehrt. Da haben sich alle auf der Agora, dem Marktplatz, versammelt und ihn zum König ausgerufen. Papa freut sich, ich weniger. Meiner Meinung nach wäre es besser, wenn mehrere Personen zusammen regieren. Eine Demokratie wäre mir lieber als eine Tyrannei. Obwohl Hieron ja auch ein weiser Tyrann sein kann. Warten wir es ab. König Hieron II. Ist der Sohn eines Adeligen und einer ehemaligen Sklavin, genau wie ich. Und wir haben noch etwas gemeinsam. Wir mögen keine adeligen Schnösel. Doch er ist ein Mann der Waffen und schreckt bei Schlachten vor keiner Gräueltat zurück. Ich bin etwas zarter besaitet. König Hierons erste Amtshandlung ist von historischer Bedeutung. Er verbündet sich mit Rom. Die Römer sind natürlich Barbaren. Doch wenn nun Frieden herrscht, gibt es auch bald wieder Wohlstand. Und das allein zählt. Tatsächlich blüht die Stadt richtig auf. Hieron lässt den königlichen Palast renovieren, Denkmäler und neue Gebäude errichten. Dafür lässt er Handwerker und Architekten bis aus Athen kommen. Fasziniert schaue ich ihnen zu, wie sie die Steine bearbeiten und mit Hanfseilen und Rollen schwere Gewichte heben. Auf diese Weise lerne ich viel dazu, kann ihnen aber auch ein paar Ratschläge geben. Alles beruht auf Zahlen, wie Meister Pythagoras sagte. Die Architektur, die Musik, die Formen der Dinge und auch die Landschaft, die uns umgibt. Und allen schönen Dingen liegen Harmonie und Geometrie zugrunde. Inzwischen bin ich 17 Jahre alt. Ich weiß aber noch nicht, was ich werden möchte. Vielleicht Philosoph, vielleicht aber auch Ingenieur. Eines steht jedoch fest. Ich möchte in Harmonie mit der Welt leben.